Das So. hätte ja Sven sehr gefällt. Hä? Mir? Nee. Ja, doch, wirst gleich sehen. Wenn du das so sagst, hab schon mal Angst. Schön, wir stehen wieder mal in der Luft. Nee, halt ich nicht. Hä? Ach so, genau, ja. Oh Gott. Das ist ja wieder so nur auf gut Glück. Es regnet. Ich sehe es. Hast du einen Imbisswagen bestellt, Kev? Ich habe bestellt, ja. Ich dachte hier so ein bisschen Billigfraß, es reicht für dich. So, fürs erste Date. Oder. Oh, Glück gehabt. Oh. Der ist aber auf sich böse. Der ist böse abgebogen gerade. Da kommt der Tür. Aber voll Glück gehabt. Ich Und dachte, das der kommt jetzt. war's. Ich dachte, der kommt voll auf mich zu und. Hä? Enrico ist gestorben? Ich bin Enrico. tot. Ich hatte einen Lastwagen mitgenommen. Bist du mitgenommen, ha? Das ist echt nur auf gut Glück. Da kommt der scheiß Motorhaube entgegen. Oh oh, bitte weg, weg, weg. Scheiße. Den letzten Moment noch erwischt. Ihr habt gewonnen. Ach nee, Blondie überlebt noch. Ich dachte, du wärst auch schon weg Hallo. gewesen. Ich dachte, du wärst auch schon weg gewesen. Jetzt bin Jetzt. ich weg. Kommt alle auf einmal. Alter! Junge, alle sind hier vorbeigeflogen und dann kamen die alle zusammen. Ja, der Imbisswagen ist eben ganz schön böse abgebogen. Der kam jetzt in meine Richtung, dachte mir, nimm mich mit und dann biegt er das zu Sven einfach ab. Naja. Aber ich sag mal so, die Position fürs Objekte runterholen ist hier besser als beim letzten Mal. Weil du praktisch direkt drüber bist. Du weißt also, wie weit ihr nach vorne seid. Ja, aber wenn die Objekte kommen, die fallen ohne auseinander, die Dinger. Du musst darauf achten, dass du nie hier eine Tür vorm Schweller kriegst. Naja. Okay, das war's. Die Ja? Objekte sind schon alle runtergefallen. Jetzt hast Nee, das packt. Das sieht so aus, oder? Ey, die kommen schon Nee. runter wieder. Ja, RIP. Ja, mit was sollen wir die runterholen? Aua! Ja, RIP. Ich bin schon tot. Ich auch. Aber Da gewonnen. kam jetzt alles auf einmal, dachte mir, null. Ja. Wie beim letzten Mal hier bei dem anderen, wo auch auf einmal schon alles runterkam, als wir gestartet sind. Das ist jetzt blöde. GG. Habt ihr Easy, gut gemacht. Alter, eure Leistung, die war so Das überwältigend. Wir ja. konnten Das nicht war ja, das war ja machen. göttlich, ey. Das war vom anderen Stern. Ihr Aber seid so schnell. Dass du nur die Leuchtpistole hast zum Abschießen, finde ich auch ein bisschen lächerlich. Ah, das geht Da, gut. oh mein Gott, das ist so viel. Ich muss nachher noch schlafen, gar kein Bock. Mit wem denn? Mit mir. Mit sich selbst. Nee, vorschlafen so. Beischlafen. Gar kein Bock. Ich Ja, schlafe. schon. Das gleiche auch bei euch. Ist schon runter alles. Ja, geil. Okay. Oh! LKW-Fahrer da oben. Eieiei, da kommen sie alle auf einmal. Das war's. Dito. Eieiei. Dann fehlt jetzt noch der Bus, wenn der Bus sich. Komm, weg, weg. Jawohl, ich bin durch. Es ist jetzt alles, es ist alles unten, aber wir sind durchgekommen. Also. Wie schnell ist da drauf gegangen ist? Wie heißt du denn, Enrico?
Das sah gerade so aus, als würde der rückwärts laufen. Ja, Alter, was war das denn, Junge? Sven einfach vor mir. Mein Herz einfach. Ich habe gar keinen Puls mehr gehabt. Ja, das war einfach Glück. Ich dachte mir, der Bus, der erwischt mich voll. Ja, staunlich erwischt. Das ist so dumm gemacht, dass das, wenn das immer so laggy ist, dass einfach alles mit einmal kommt. Und dann das war aber nur die erste Runde nicht. Jetzt war es. Oh nein, jetzt kommen wir. Die letzte Waffe! Die letzte Waffe! Boah, so die letzte viel, Waffe! So viel, so viel, so viel, jawoll! Das war die letzte. Runtergefallen. Das sah gerade aus, Alter! Ja, das war die letzte Max. Möglichkeit. Guck mal, da kommt Max, noch. Den wir, vor allem, ihr müsst euch vorstellen, Max springt die mir runter und macht. Das hätte ja sein können, dass der uns jetzt auch noch mitnimmt. Das war der Plan. Als ich schon unten war. Das war echt nur Glück, dass jetzt sonst keiner erwischt hat. Wie gesagt, ich hatte es ja eigentlich erwischt. Ich lag ja schon. Ich würde nicht sagen, aber das Ding ist ja ewig lang, hä? Das dauert, ne? Aber ich glaube, wir sind eh bald jetzt. Wir sind jetzt gleich oben. Wir haben gewonnen. Juhu! Da kommt doch morgens vorbeigeflogen. Ja, ich dachte mir, da kann doch schon so ein Schatten rein. Aber jetzt ruhig oben warten können. Ich hätte mir gerne das Ende mal angeguckt. Ja, Markus, das war jetzt unnötig. Ja. Jetzt können wir ja gar nichts den Zuschauern zeigen. Naja. Ja, tut mir leid. Ich habe das Sven ja gesehen und dachte mir, ich springe mal von oben drauf. Das ist mal... Das ist, du hast Baby. Du, Sven ja gehört mir. Und ja, das Baby ist ja leider nicht da. Tja, das ist nicht mein Problem. Da habe ich mich gerade heute so schick gemacht. Ja, schön. Ja. Und fällt wieder alles runter? Ja. Doch, sieht nicht so aus. So. Ja. Ja. Na, schade. Die Idee dahinter ist immer ganz gut, aber wie gesagt. Ja, es hängt doch noch alles. Jetzt fällt erst alles runter. Aber eigentlich sieht es aus, als wenn noch fast alles oben wäre. Ja, das sieht auch so aus. Alter, das springt hin und her, das Zeug. Nein! Oh, der hat Glück gehabt. Bye-bye, ja. Max. Achso, ich brauche eine Munition, ne? Markus, was war denn los? Den Autos hätte ich ja noch ausweichen können, aber da kam auf einmal so viel auf mich zugeflogen, dass ich nicht gesehen habe, dass ein Einzelteil davor auch auf mich zugeflogen kommt. Und das hat mich dann... Weißt du, ich meine, so ein Schild oder sowas, irgendwie sowas, ja, kam vor den Autos auf mich zu... Aber das siehst du nicht vor den fliegenden Autos. Das ist ja das, was ich schon gemeint habe, weißt du? Weißt du, ich habe mich auf die Autos konzentriert und auf einmal erwischt mich so ein Einzelteil, so Pats! Schlimm genug, dass das Zeug runterfällt. Muss das ohne auseinanderfallen? Ja, das müsstest du doch eigentlich kennen, Sven. Das passiert doch bei dir jeden Tag. Wie, du wirst später so anmäusend. Fällt doch schon wieder alles, oder? Ja, ist schon wieder alles auf dem Weg zu euch. Na, happy birthday. Ja, das erste, was mich rammt, ist natürlich ein Linienbus, ne? Aber ein paar Teile sind noch oben. Oh ja, oh oh. Ja, das war's. Oh. Ich bin so, ich hab Kopfschmerzen. Da kam was im Kopf. Ich kam noch über zwei Schritte weiter, dann war schon vorbei.
Kevin, ich würde das Pinkelpause nennen. Hä? Ich nenne das jetzt eine Pinkelpause für uns. Ich war gerade. Das war's. Und tschüss. Alter, dann hat's ja scheiße genommen, den scheiß Bus, ey, zum Kotzen. Aber ganz ehrlich, ich bin echt neugierig, was oben ist. Ich hätte das auch gerne mal gesehen. Das würde mich mal wirklich interessieren. Also wenn wir jetzt durchkommen, würde ich trotzdem gerne mehr einfach das mal oben angucken. Ich glaube, das so weit kommen wir aber gar nicht. So. Vor allem von oben, wo ich das, wo die Runde angefangen hat hier und auf der Map, guckst du ja von oben runter, da siehst du die Platten gar nicht. Du denkst, da sind Lücken dazwischen. Da denkst du, wie sollst du da bitte hochklettern? Freut euch, es fällt. Ich hab Kopfschmerzen, wenn es trifft. Ja, es hat schon mal nur die erste Runde funktioniert. Da kannst du nichts machen, ey. Es war zwar sauknapp, aber ich bin durch. Alter, wenn die anfangen zu springen, Alter, das sieht so heftig aus. Oh, Alter, der Bus hebt ab! Oh, Alter! Hey, schon. Nein! Oh. Ah, ich lebe noch. Ich lebe. Nein, jetzt nicht mehr. Juhu, gewonnen. Ich hab noch gelebt. Und gerade wo ich aufstehe, kommt zum Gefängnisbus. Batz. Na, du hast wenigstens kommen sehen, ne? Ja, das sagst du auch mal zu Kev. Ja, aber das müsst ihr euch dann nachher mal im Video angucken, Alter. Da sind ein paar Sachen so knapp an mir vorbeigeflattert, Alter. Wir sind bei Spiel 7 und Kev führt die Liste an. What the fuck? Okay, dafür war ich aber am Ende gut abgeschlagen. Oder zumindest am Anfang, die ersten mal 2-3 Runden. So, ich weiß nicht, wie das gegangen wäre, wenn Max jetzt auch nicht rausgegangen wäre. So, was haben wir jetzt hier? Last Team Standing.